Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zu einem kleinen kurzes Play, sag ich mal dazu. Wir spielen heute Game & Watch Gallery, den ersten Teil für die Game Boy. Ihr kennt sicherlich diese kleinen Game & Watch Teile, habt ihr bestimmt schon irgendwann mal irgendwo im Internet gesehen. Die kamen vor dem Game Boy und vor dem NES raus. Das war so ein kleines Handheld-Ding, das war so wie die Tiger Games, nur halt in gut von Nintendo erstellt worden. Und jetzt viele Jahre später gab es hier für den Game Boy so eine kleine Collection, Galerie. Wo vier von denen hier drauf sind in diesem Spiel. Hier seht ihr das schon. Ich gehe mal auf Play. Play, Game. Hier haben wir vier von den Spielen. Von den ganzen. Und ich weiß, es gibt hier auch so 100% mehr oder weniger, indem man einfach gut in den Spielen ist und viele Points sammelt. Aber man kriegt einfach nur Screenshots mehr oder weniger von den ganzen Game & Watch Spielen. Und das ist es mir halt einfach nicht wert, finde ich. Also das juckt mich jetzt gerade für das kurze Display hier nicht. Das wird in dieser einen Folge hier werde ich das Spiel zeigen. Es gibt nämlich einmal, hier, wir fangen an mit Manhole, mit Mario und Yoshi. Yeah. Und es gibt einmal eine moderne Version und eine Classic-Version. Und es funktioniert so. Ja, hier sieht man Highscore, aber das ist jetzt auch egal, ich habe nur wenig getestet. Die moderne Version, das ist so mit Mario, mit allen Mario-Charakteren und so. Und Classic ist halt mit Game & Watch-Typen. Ja. Wir fangen aber erstmal an mit dem modernen. Ich werde so lange spielen, bis ich halt verkacke. Haben eh genug Zeit in diesem Video. Wir machen so lange, wie wir brauchen. Und hier, in der Version, in der modernen Version, da spielen wir... Oh Gott, Mario ist eigentlich voll selten, dass da kommt. Das ist nämlich mega schnell. Ja, wir spielen hier Yoshi. Und müssen ja, die Platten hochbringen. Ansonsten, wenn jetzt hier runterfällt... Dann sind wir down. Dann haben wir verkackt. Und das soll halt nicht passieren. Weil seht ihr ja, dann fällt jetzt runter. Wenn da jetzt jemand runterfällt, wo das hier weg ist, dann verlieren wir ein Leben. Oh, oh, der Mario. Oh, shit. Und das darf halt nicht passieren. Wir haben drei Versuche. Also drei Leben in jedem Game. Also fast jeden Game so gesehen. Haben wir drei Leben eigentlich. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. So. Schnell, schnell. Okay, okay. Ja, ich muss mich ein wenig konzentrieren dabei. Das kann man, glaube ich, auch verstehen. Ist halt nicht so ganz einfach. Ich wette, das Spiel kann man relativ günstig bekommen auf eBay. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe das nicht nachgeguckt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spiel irgendwie selten ist oder so. Ich weiß es halt selber nicht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt oder so. Aber ja, ich kann es eigentlich empfehlen. Also wenn ihr... Oh, Leute, das habe ich nicht gesehen. Oh, der arme Toad, jetzt weint er. Tut mir leid, Toad. Also ja, wenn euch das gefällt, das Spiel, dann könnt ihr es aber auch auf eBay oder auf Amazon oder sonst irgendwo kaufen, keine Ahnung. Hui, war das knapp. Ja, aber jetzt habe ich 100 Punkte. Ich glaube, ab einer bestimmten Zahl, vielleicht ab 200 oder so, kann man nicht nur was freischalten für die Gallery, sondern, ich glaube, ich krieg noch so ein extra Leben. Also, dass ich noch mal einen extra Versuch habe. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Können ja mal die Experten mir Bescheid sagen. Ui, 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 ui. Da unten, zack, und dann hier, zack. Ich finde, wenn die hier runterfallen, diese Plattform, dann sehen die aus wie so eine Frucht oder sowas. Und nicht wirklich wie was anderes. Okay, so. Läuft eigentlich ziemlich gut gerade. Freut mich. Ui. Ui, nein! Ah! RIP. Ich wollte gerade sagen, es läuft ziemlich gut hier, ne? Und jetzt kommt Mario. Nein, nein! Ah, man muss jetzt aber hier wieder richtig auf alles achten, was man hier sieht. Auf wirklich alles. Muss ganz schnell steuern. Das ist halt das Schwierige. Und ihr werdet auch sehen, dass sich die alten, die Classic-Versionen anders spielen als die modernen Versionen. Das werdet ihr noch sehen. Oh, da! Nein, da war ein extra Leben! Hab ich das jetzt verkackt zu bekommen? Ich glaube schon. Frick. Das ist nicht gut. Aber wir haben 200 Punkte. Da schalten wir was frei, glaube ich. Aber es ist mir egal, so gesehen. Ich kann mal vielleicht einen Livestream machen, wo ich alles sammle. Aber jetzt in diesem Video sage ich jetzt nicht alles. Ich will es eigentlich nur zeigen. Yeah. Gut. Das war die moderne Version. Dann haben wir noch die Classic-Version. Das heißt hier so. Und zwar funktioniert es so. Kann ganz berühren, kann in die Luft schweben, also er muss einfach nur ganz kurz berühren. Das ist halt ein wenig anders hier. Der berührt das ganz kurz und dann kannst du ganz schnell anders bewegen. So, und dann gehst du irgendwo hin. Das mag jetzt vielleicht einfacher aussehen, aber das ist es nicht. Ist immer noch genauso schwer, finde ich.
den, den, bam. Sonst werden wir den auch sack. So. Weil wenn die genau hier irgendwo drauf sind, und ich habe das nicht geschafft gleichzeitig, dann habe ich eine Runde wenig Chance, so wie vorhin bei Mario. Nee, nee, hier nicht. Aber dafür ist halt hier so die Physik so wenig anders. Physik mehr oder weniger. Also ja, ich glaube, ich verstehe das, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke mal schon. Boah. Piep, piep. Und ja, wir haben nur so piep, piep, boop Sounds. Es gibt ja auch keine Musik. Aber, weiß nicht. Ist halt so ein bisschen klassischer. Es gab auch weitere Teile von dem Spiel. Es gibt insgesamt 4 Teile vom Spiel. Es gab auch Game Boy Gallery davor. Aber das kam halt nur in Japan raus. Also das ist Game Boy Gallery 1. Es gibt noch den zweiten Teil. Und dann gibt es noch dritten Teil für Game Boy Color und vierten Teil für Game Boy Advance, soweit ich weiß. Und die wollte ich halt auch noch Let's Playen so gesehen. Das wird auf jeden Fall noch zeigen. Wenn ihr dann aber auch Bock habt. War ganz nice. So. Bim, bam, bam, bam. Game B. Ja, ich nehme immer den Hard Mode, damit das ein bisschen schneller geht, weil sonst auf Easy ist es halt viel zu dauert, das viel zu lange alles. Ja, aber auf jeden Fall, soweit ich weiß, steht einfach alles über im Internet, ab wie vielen Punkten man was falsch haltet, welche Screenshots und so. Also ja. Oh nein, nein! Oh, man muss halt berechnen, wer wird denn zuerst kommen? Wer wird denn zuerst runterfallen? Das war der und ich dachte hier. Hm. Okay, aber der hier. Zack. Ganz schnell rum. Zack. Nein! Wie hätte ich das denn so auf die Schnelle machen sollen? Das gibt's doch nicht. Nein! Noch. Ihr seht schon oben, da haben wir so 2 T-Shirt-Symbole oder sowas. Die zumindest auf dem T-Shirt. Noch einmal und dann haben wir verkackt. Seht ihr, wie schnell das ist? Wie schnell er was machen muss? Hat nur ganz kurz Zeit. Deshalb finde ich das hier eigentlich schwieriger als das andere. Oh, gerade auch so geschafft. Oh! Nein! Hä? Wie soll ich das machen auf die Schnelle? Ach, das gibt's doch nicht. Leck mich. Okay. Das war Manhole. Da gibt es manchmal Hints, aber das tut mir jetzt nicht. So. Dann haben wir hier Fire. Feuer mit Mario und da rechts Luigi. Ich finde es eine moderne Version. Eine moderne Version geht es darum. Hier ist so eine Burg, so ein Schloss, was gerade am Brennen ist anscheinend. Wir müssen die Toads und auch Yoshis und auch andere müssen wir hier reintun. In diesen Toadwagen. Das ist soweit ich weiß, ist das hier eins der wenigen Spiele, die auch noch Donkey Kong Jr. Bei sich hat. Oh, ein Stern. Ich weiß nicht, was der Stern macht. Das kann ich nicht sagen. Ach, der gibt mehr Punkte. Oh, jetzt check ich. Hier, ein Bam kriegt man einen Punkt. Zack. Wir haben, wie gesagt, immer noch 3 Leben, wie bei jedem Spiel. Ich mag die Musik hier. Ach ja, und sowas wie Yoshis, die bewegen sich halt anders in der Luft. Und jetzt haben wir leider den Toad fallen gelassen, das tut mir leid. Hier, ihr seht schon, der Yoshi, der fliegt so ein wenig weiter höher, so. Das fliegt halt anders. Was denn? Wieso? Ich war doch voll gut. La. Ja, nee, nein. Hui. Ach komm, nee, das ist viel zu schwer für mich. Ich finde das andere, was wir jetzt. Ich finde die Classic-Version viel besser. Da müssen sie halt weinen. Ja. Now shoot for 200 points. So, Classic. Das ist so. Ich finde Classic eigentlich viel cooler von dem Spiel. Da fliegt er halt hier rüber. Von dem Gebäude und dann. Au. In Krankenwagen und dann da ist schon drin und ja, hey. Und das funktioniert also so wie das andere irgendwie, mehr oder weniger, also wie das andere Classic. Weil hier muss man genau dann die auch so treffen. Halt so und dann kann ich die auch in der Luft lassen. So funktioniert das halt hier. So, dum, bam, bam. Hui. Und ja, ich finde das einfach hier viel schöner irgendwie. So, man muss auch immer gucken, von welcher Höhe die gekommen. Wenn wir jetzt von so einer Höhe kommen wie jetzt gerade, dann kommen die ganz schnell runter. Ansonsten, wenn die von ganz oben vom Hochhaus springen, dann sind sie nicht nur suizidgefährdet, sondern dann dauert das auch länger, bis die runterkommen. Ja. Piep.
Hui. Der kommt danach. Oh ne, der kommt erst. Jetzt. Oh, ganz schnell. Man muss ganz schnell drücken. Ganz schnell drücken. Oh, jetzt kommen da zwei. So, und jetzt kommt der vom Hochhaus. Beam. 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 So. 31 Punkte bisher. Nicht schlecht, du. Zack. Okay. Hab ich den. Zack. Und zack. Kommt der. Bam, 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 bam. Hui, hui, das war knapp. Der hätte ich jetzt fast versaut. Aber hieß es nicht so wie vorhin bei Mario, dass wenn ich einmal einen Fehler mache, dass die dann alle weg sind vom Screen. Das Screen, der pausiert ganz kurz und dann bleiben aber alle noch immer noch da. So ist das hier. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Version ihr von den ganzen Spielen am besten findet. Oder was allgemein von den ganzen Spielen, die ich euch zeige, euer Lieblingsspiel ist. Viele von euch haben das bestimmt auch in ihrer Kindheit oder so gespielt. Also Game & Watch Gallery natürlich. Hui! Vielleicht auch Game & Watch. Ich habe noch nie einen Game & Watch besessen. Werde ich wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja. Lol. Bim, bim. Bip, bip. Oh, 70 schon? Nicht schlecht, du. Kann man sich mal geben. So, jetzt der. Und hier Wind hinten wieder. Und dann hier der. Zack. Bam. Es macht eigentlich ziemlich viel Spaß, finde ich. Kann ich damit gut seine Zeit vertreiben. So. Und er kommt zuerst. Oh. Jetzt ist er wütend. So, aber jetzt ganz aufpassen, weil jetzt geht es nämlich weiter. Das ist anders als bei dem Mario. Boah, bei Mario Luigi geht es nie auch so weiter. Nee, nee. Wow, wir haben komm, wir machen die 100 voll. Und hui, 100. Juhu. Frohes Neues. Nee, Spaß. Okay, lass mal sehen, wie lange ich noch aushalte. Ich glaube, ich würde sagen, wenn ich bis 200 schaffe, dann höre ich da auch auf. So, okay, kommt da noch jemand vor runtergesprungen vom Hoch raus? Null. Ah, da. Bim. Ja. Zack. Und zack. Und dann kommt der. Und dann Hui. Trampolin-Party hier. Was haben die da überhaupt in der Hand? Ist das irgendwie so ein Trampolin oder was? Was sie so nebenbei mal so ganz schnell hintragen können. Oder was das? Ich meine, irgendwas Krasses muss es ja sein, wenn die so hoch springen. Ja gut, es ist ein Videospiel, hat keine Logik. Vor allem bei Nintendo. Hui, zack, zack. Okay. Oh, gerade noch so. Ah! Ah! Da muss man sich jetzt beeilen. Das ist nicht mehr so einfach. Es ist nämlich viel los auf dem Screen. Zack, so. Hui! Ah, ich krieg sie noch, ich krieg sie noch. Ich hab das Gefühl, jetzt geht's voll schnell. Also viel, viel schneller als vorher. Kann das sein? Gut, schnell die 100 Punkte hier schaffen, ne? Ja, krass, ich hab voll viele Punkte, ey. Richtiger Skeller hier am Start. Okay, nein, Spaß. Nein! Ja, gerade gesagt und verkackt. Egal. War ganz gut. 161. Versuch das zu toppen. Ups, nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht, nein. So, als nächstes haben wir Octopus und das ist, also die moderne Version davon ist mein Lieblingsspiel oder eins meiner Lieblingsspiele, also die letzten beiden finde ich irgendwie am besten von den ganzen. Feuer mag ich nicht so sehr. Hui, wenn man nach links und nach rechts drückt, dann macht das so einen komischen Screen. Ach so, weil normalerweise kann man hier nach links und rechts drehen. Für die, also wenn man gedrückt hält, dann sieht man das. Da kann man dann zum Beispiel Sachen freischalten und hier finden wir das. Aber hier kann ich jetzt irgendwie nicht, warum kann ich ja nicht drauf zugreifen? Habe ich sie richtig freigeschaltet? Hier Classic, einmal ist irgendwo Classic und einmal hier Modern Vision. Dann kann man hier so Screenshot, wie gesagt, freischalten in der Galerie. Das ist aber in den späteren Teilen viel besser gemacht. So, jetzt gehen wir aber erstmal in Octopus rein. Moderne Version, das ist eins meiner Lieblingsspiele hier. Was wir machen müssen, wir spielen Mario, oben wartet Peach auf uns. Und jetzt sind wir in sowas hier und jetzt müssen wir hier die ganze Zeit nach rechts rücken und die Schätze klauen und dann hier zack.
man kriegt nur, aber man kriegt hier nur Punkte, wenn man auch, warte kurz. Wenn man auch die Schätze, die man hier sammelt, zurückbringt. Sonst kriegt man nichts. Jetzt ganz schnell, ganz schnell. Der Oktopus, den Oktopus kennt ihr vielleicht von Smash Bros. Den Fall der Smash. Hier sieht er noch anders aus, aber gleich, wenn wir die Classic-Version spielen, dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Dring. Nein! Oh, nice. Ja, aber wir werden doch immer langsamer. Also, je mehr man hat. So, jetzt glaube ich. Nein! Nein! Ein Leben verloren. Oh, jetzt weint der da oben. Oh. So, Mario, der eigentlich nicht Mario ist, wie man sieht. Können wir nicht erzählen, dass das hier Mario ist. Boah, was ist das? Die Tinte? Hat er eine Tinte geschossen gerade? Ja, ich habe das Spiel nicht ganz gespielt. So, zrr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 r
Und wenn wir dann genug haben, also wenn unser Behälter jetzt voll wird, dann müssen wir das einfach nur auf Yoshi schütten. Der frisst das dann, ich sehe das jetzt, warte. Zack, ihr seht das unten. Frisst das dann, spuckt es aus. Und dann kriegen wir manchmal auch Punkte dadurch. Wir dürfen aber nicht von Yoshi weg schütteln. Also wenn ich jetzt Yoshi verfehle, dann treffe ich vielleicht Donkey Kong Jr. oder Luigi. Und dann kriege ich halt Minuspunkte. Oder wenn ich hier verfehle und es nicht hier treffe, wenn das jetzt hier, das, die Tinte jetzt runterfällt, dann kriege ich auch Minuspunkte. So. Ihr werdet jetzt ja gleich sehen, wenn ich einen Fail mache. Eigentlich bin ich ganz gut in dem Spiel. Ist auch ganz cool. So ganz schnell hier. Zack. Brrr. Manchmal, soweit ich weiß, kommen da auch so Fragezeichen Blöcke und dann kriegen wir einen Coin, aber ich weiß es nicht. Ich glaube. Oder ich habe mich oder ich wechsle das. Mit irgendwas anderem. Also Phrasen. Zack. So ganz schnell, ja. Und zack. Yoshi. Lecker. Oh, das war voll. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, sowas passiert halt, wenn man das nach unten fallen lässt. Dann fuck ich alles ab. Das ist halt nicht so gut. Ist nicht so gut, wenn man hier das Haus abfackelt, ne? Oh, ich wollte gerade wegschütteln, aber dann hätte ich Luigi getroffen, weil Yoshi ist gerade weggegangen in dem Moment. Jetzt aber. Okay. Bum, 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 ba, la, ba, la, bam. Hui! Aber jetzt hat Yoshi nicht getroffen. Yoshi! Hier. Es ist wieder voll alles. Jetzt kriegt Yoshi das wieder. So, zack. Ihr werdet gleich sehen, was der Unterschied ist von der Version und der Classic-Version. Das ist das letzte Spiel, was wir haben. Von dem... Mann! Gibt's doch nicht. Also ich zeige euch das jetzt mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt Donkey Kong zum Beispiel treffe hier. Obwohl, nein, geht gerade gar nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Luigi treffe, sieht das so aus. Das ist bei beiden so. Die sind dann wütend. Weil ich es euch nur kurz zeigen wollen. Ich spiele jetzt gleich noch die Classic-Version und dann war es auch schon eigentlich mit dem Spiel, weil mehr hat das Spiel nicht zu bieten, außer halt noch die ganzen freischaltbaren Sachen. Aber es gibt nichts unbedingt Besonderes halt zum Freischalten. So. Zack. Zack. Ich weiß, das kann man auch so, das Spiel kann man auch in Farbe spielen. Das sieht auch ganz cool aus, ganz schön aus. Aber ich dachte, ich mache das mal nicht. Hui! Wo war das knapp? Oh, jetzt haben wir irgendwas bekommen. Ich glaube, wir haben ein extra Leben oder so bekommen. Oder nee, nee, genau. Wir haben jetzt 100 Punkte erreicht. Da kam der Genie da. Ups. Das wollte ich nicht. Ich dachte, Yoshi wäre da. Zack. Zack. Mehr als drei können wir nicht in unserem Gefäß haben. So, und jetzt hier Yoshi. Viel Spaß. Und zack. Das kriegt Yoshi wieder was zum Futtern. Wartet eben, bis Yoshi hier hinten kommen ist. Kriegt auch nochmal was zum Futtern. So. Ey, Bowser, was soll das? Was soll der Müll? Warum macht Bowser das eigentlich? Habe ich ihm irgendwas getan? Waren die Prinzessin nicht mal hier? Was will der von mir? So, hier bleibe ich mal stehen. Zack. Zack. Ich würde eigentlich, dass er den anderen nimmt, aber... Ja, okay, verkackt. Das ist tatsächlich noch die Classic-Version. Habe ich jetzt auf Easy geschaut? Das stand gerade auf Easy, irgendwie. Nee, jetzt. Okay, alles gut. So, und hier ist es so, der große Unterschied ist, dass wir nur einen Eimer haben. Und den, aber dafür ist ja halt der Typ da unten, der Yoshi ersetzt, halt viel, viel schneller als Yoshis war. Hier können wir ganz schnell bam. Und Luigi und Donkey Kong ersetzen halt diese Menschen da unten. In der Gasstation hier ist irgendwas ausgelaufen. Jetzt müssen wir hier alles einsammeln und hier bei dem reinschmeißen, damit
ja, kein Geld verlieren oder so, weiß ich nicht. Das ist eigentlich auch ganz cool, die Version. Die ist nicht unbedingt schwieriger, aber sie ist auf jeden Fall anders. Jetzt habe ich getroffen? Okay, anscheinend. Okay. Bing, bam, bum. Ja, wie gesagt, ich werde demnächst auch den zweiten Teil let's playen und danach noch den dritten und den Advanced Teil. Blim, hier für dich. Mal gucken, wie weit ich komme. So. Oh. Es ist aber auch cool, hier zu unten zu sehen, wie man halt dieses Glas, die den ganzen Charaktere sieht, ist eigentlich ganz cool zu sehen, so. Finde ich. So, ein Freund. Oh. Ja, gut. Ich dachte, wir da. Ja, muss man aufpassen und gucken. Ja, das wäre ganz gut. Bim, 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 blum. Und mein Freund, komm her. Ich dachte, warum bist du nicht. Auf irgendeinem Grund ist jetzt aber das Mist und alles auf dem unteren Bildschirm. Warum auch immer. Das kann ich euch nicht sagen, warum das so ist. Jetzt aber. Gut. Bim, bam, bim, bam. Zack. Und nimm das. Okay. Ich dachte, ich hätte das bei mir. Aber anscheinend habe ich das nicht. Gut, jetzt haben wir hier noch zwei Versuche. So. Was hat der da überhaupt in der Hand? Sieht aus, als hätte so eine SD-Karte in der Hand, hier der untere. Der Yoshi ersetzen soll. Das sieht voll lustig aus irgendwie. Sieht ihr das auch? Oder bin ich der Einzige, der sowas sieht? So krass. Richtig krass. Nee, wir haben zwei Misses schon, glaube ich, oder? Egal. Ist jetzt auch eigentlich egal. So, jetzt so. Bam. Dom. Nein, jetzt. Okay. Die Gesichter sind aber auch cool. Im Game. Jetzt aber. Okay. Wir kriegen die Punkte raus. Ein Punkt hierfür, ein Punkt dafür, dann hier rausschmeißen, dann kriegen wir noch mal ein paar extra Punkte. Super. So. Ja, komm, gib mir noch 10.000 Stück. Dann. So, super. Oh, ich nehme schon fast eine halbe Stunde auf. Nein! Ich hab mich verdrückt. Gut, aber damit, Leute, hoffe ich, hat euch dieses fast halbe Stunde langes Video gefallen über dieses Spiel. Wenn ja, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Dann werde ich euch loben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute!